Nominiert in der Kategorie Nachwuchsarbeit sind das Projekt DRK Aktionsteam Youngster in Mannheim. Die neue Willkommenskultur. Aufgrund des starken Zustroms von Flüchtlingen in Mannheim und Umgebung haben sich über 60 Freiwillige beim DRK gemeldet, die in der Flüchtlingshilfe aktiv werden wollten. Im DRK Aktionsteam Youngster arbeiten sie nun eigenständig zusammen und kümmern sich vor allem um Kinder und Jugendliche. Sie unterstützen aber auch viele Aktionen in der Flüchtlingshilfe, beispielsweise Erste Hilfe und Verkehrssicherheitstrainings. Dabei ist es ihnen wichtig, etwas mit den Flüchtlingen und nicht nur für sie zu tun. Das Team will dauerhaft und nachhaltig unterstützen und verlässlicher Partner sein. Dabei wird die Interkulturalität der Mitglieder ein großes Plus sein. Sie sprechen insgesamt 8 Sprachen und haben unterschiedliche Glaubensrichtungen. Das Projekt Nachwuchsförderung in der Ganztagsschule in Bad Marienberg. Ehrenamt macht Schule. In ländlichen Regionen wie dem Westerwald haben es Hilfsorganisationen häufig besonders schwer, Nachwuchs zu finden. Oliver Tenius, Lehrer am Gymnasium und bei den Maltesern aktiv, überzeugte seine Schulleitung mit Unterstützung des Malteser Hilfsdienst, einen Schulsanitätsdienst aufzubauen. Rund 50 junge Sannis ab der 7. Klasse sind inzwischen aktiv. Ihre Ausbildung und Betreuung hat Lehrer Tenius übernommen. Das evangelische Gymnasium unterstützt die Schulsanitäter mit Räumen und Erste-Hilfe-Material für die Ausbildung. Ab der 10. Klasse können die Schüler eine Prüfung zum Einsatzsanitäter absolvieren. Danach sind sie voll im Sanitätsdienst und Katastrophenschutz einsatzfähig. Auch die Malteser profitieren. Seit 2013 begrüßten sie 18 ehemalige Schulsanitäter als neue Mitglieder. Das Projekt Ausbildungstag der Hilfsorganisationen 2015 in Sondershausen. Gemeinsame Nachwuchsarbeit. Heutzutage ist es immer schwieriger, Kinder und Jugendliche für die wichtige ehrenamtliche Arbeit zu begeistern. Deshalb haben sich das JRK, die Jugendfeuerwehren des Kyffhäuserkreises und das THW zusammengeschlossen und den gemeinsamen Ausbildungstag der Hilfsorganisationen in Sondershausen veranstaltet. Über 200 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren konnten an verschiedensten Stationen die vielfältigen Aufgaben und spannenden Tätigkeiten der beteiligten Hilfsorganisationen kennenlernen. Die jahrelange Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen im Erwachsenenbereich bewährte sich bei der Planung und Durchführung des Ausbildungstages mit über 100 Helfern und Helferinnen. Dieser Tag bewies einmal mehr, egal wo ehrenamtliches Engagement stattfindet, wichtig ist, es findet statt. Das Projekt Wachmini in Plön. Nachhaltig Nachwuchs fördern. Schon vor 13 Jahren gründete die DLRG Plön das Projekt Wachmini, das als Pilotprojekt für ein bundesweites Programm zur Nachwuchsförderung der DLRG diente. Kinder ab 10 Jahren, die das goldene Schwimmabzeichen haben, können in ihren Sommerferien an einem Praktikum teilnehmen. Dort vertiefen sie ihre Schwimmausbildung und erlernen Grundlagen der Ersten Hilfe. Außerdem vermitteln erfahrene Wachcrews den Wachminis Einblicke in den Alltag des Wasserrettungsdienstes. Seit 2013 können auch Kinder mit leichten Beeinträchtigungen an dem Praktikum teilnehmen. Die Plöner DLRG organisiert das Projekt sehr kostengünstig. Die Wachminis sind ein Erfolg. Viele der bisher 53 Teilnehmer sind heute selbst in der DLRG aktiv, als Bootsführer, Rettungsschwimmer, Ausbilder, Trainer und sogar im Vorstand. Das Projekt DRK Heldentrainingscamp Katastrophenschutz meets Erlebnispädagogik in Witten. Kleine Helden ganz groß. 2015 absolvierten 100 Kinder und Jugendliche von 6 bis 12 Jahren das dritte DRK Heldentrainingscamp. Neben den zahlreichen interaktiven Workshops mit engem Bezug zum Helfen sowie zum Selbst- und Katastrophenschutz legten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Heldenprüfung ab. Die Kinder und Jugendlichen waren begeistert dabei. Sie erlebten die Aufgaben der unterschiedlichen Verbände und lernten eine Menge neuer Kompetenzen. Zudem konnten viele JRK-Nachwuchsführungskräfte erste realitätsnahe Einsatzerfahrungen sammeln und erhielten individuelles, konstruktives Feedback. Seit dem ersten Zeltlager konnte das DRK viele Kinder und Jugendliche sowie 4 Gruppenleiter für die neue Jugendgruppe Die kleinen Helden gewinnen. Gemeinsam bewegen wir Großes.